Hi Leute, willkommen zu meinem nächsten Video. Ein klitzekleines soll es nur werden. Ich wollte euch nur mal hier diese Telefonzelle, diese britische, zeigen, so wie es die in London gab. Ich glaube, die gibt es inzwischen gar nicht mehr so. Oder es stehen Bücher drin. Gemacht habe ich die mit einer Stanze von Elizabeth Craft Designs. Da gibt es, wie gesagt, die Stanze von ihr, die eigentlich für ein Album gedacht ist oder für ein Journal. Und man kann das Ganze aber auch als 3D-Box gestalten. Das habe ich dann versucht. Ein bisschen tricky war das Dach. Ich habe mir dann so eine original echte Telefonzelle angeschaut und gedacht, wenn das da irgendwie auch so mit dem Metall hinzukriegen ist, dass das so gebogen überliegt. Dann versuche ich das auch. Und dadurch, dass ich das Ganze hier mit Acrylfarbe angepinselt habe, war das Papier schön feucht und hat sich besser biegen lassen. Also nicht Papier, sondern Karton. Das ist Fotokarton mit 300 Gramm Stärke. Vorne die Tür kann man öffnen. Die Seitenteile, die bestehen aus dem gleichen Teil, aber da sind sie dann allerdings zugeklebt, weil ja nur eine Tür da sein soll. Hinten ist nichts. Wie gesagt, ein bisschen tricky war das Dach. Da habe ich dann in der Mitte nochmal ein Quadrat ausgeschnitten und Schlitze reingeschnitten. Dann hat das Papier ein bisschen mehr Spielraum gehabt beim Biegen. Und das hat besser funktioniert. Und deshalb ist da jetzt nochmal oben drüber dieses kleine Quadrat, um das Loch darunter zu verdecken. Was dabei aber geholfen hat, dieses Stück Karton fürs Dach halt besser zurechtzubiegen. Beim nächsten Mal werde ich das Ganze anders machen. Ich werde sicher noch mal so eine Telefonzelle basteln. Aber ja, es war ein bisschen klein, das Teil. Dann musste man hier von ganz unten rein. Mit Männerhänden ist das vielleicht nicht so ganz ideal in der Größe, jedenfalls von der Box. Und dann musste ich von innen gegendrücken, um das Dach anzukleben. Durch die Tür hätte ich noch gekonnt, aber da war es auch schwierig mit den Händen. Und beim nächsten Mal werde ich das so machen, dass ich das Dach nochmal separat gestalte, in Form von einem Deckel, den man abnehmen kann. Das macht das Ganze dann wahrscheinlich etwas einfacher. Wie gesagt, die Stanze ist war ein Limited Edition Set von Elizabeth Craft Design. Und hat noch ein paar schöne Silikonstempel, die es allerdings extra gibt. Die sind nicht im Set mit drin, die muss man extra kaufen. Und dann kann man das Ganze schön gestalten mit so Telefonzubehör und auch fürs Album. Dann, wenn man daraus ein Album machen möchte, anstatt der Box, dann gibt es da schöne viele Details, Telefonschnur, Hörer, auch die Lochverstärker in Form von Telefon. Da sind schöne Sachen zum Spielen dabei. Eine Wählscheibe zum Beispiel ist auch drin, mit Zahlen und so. Da kann man alles hier so rund ums Thema Telefon gestalten. So, das war's dann schon von meiner Seite. Vielen Dank fürs Anschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.